Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trials of Mana. Im Pro-Op mit meiner Wenigkeit. Wir sind fertig mit Angeln. Ja. Nichts gefangen. Ja, also ein paar Geister. Das war echt eine krasse Episode zur Wiederholung. Geisterschiff, sage ich nur. Da müsste eigentlich alles klar sein. Und jetzt sind wir auf dieser Vulkaninsel und der Vulkan bricht bald aus. Uncool. Ich weiß gar nicht. Ninja Turtle? Ja, okay. Boika hieß die Insel. Onkel, komm zurück. Wir müssen immer ihm nach, quasi. Haben wir irgendwo einen Weg verpasst? Nee, ich glaube, er scheint jetzt an verschiedenen Stellen, würde ich jetzt einfach mal vermuten oder so. Dann gehen wir nochmal nach oben. Hier so, ne? Aber hier hat es doch auch beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie ein bisschen also, geruckelt oder. Ja. Weißt du, Geier, ne? Okay, haben wir es getriggert. Das war vorher nicht offen. Ist das. Laufen wir gerade im Kreis? Nein. Doch. Ich bin. Toja. Mümmerchen und so ein Typ da. Oh, die Tomatentypen, ey. Die waren da. Au! Aber 10 Schaden, weil ich so unglaublich intelligent bin. Wäre halt wieder die Frage, erst nach unten und den anderen Weg weiter oder halt. Alter, wie viele Wege gibt es hier? Okay, das ist die Seite. Ich würde fast sagen, zurück erstmal, oder? Mhm. Ich muss sagen, dafür, dass ich die Musik am Anfang komisch fand, hat die so ein paar ganz coole. Okay. Hat die ein paar coole, sagen wir mal, Phasen. Wenn sie nur allein diese Trommeln sind, dann nervt es ein bisschen, aber. Mykoid, also ein Pilz. Also, links war nur der See nochmal. Okay, oben geht's nicht weiter, das heißt. Rashets. Tomaten. Mhm. Puh, was ist mit dem ihm passiert? Tomato Dude. Sie hat natürlich jetzt keine bessere Ausrüstung, mal nur so. Sie hat leider verloren. Also Schiff, weißt du? Sad Doctor Sad. Ja. Oh, Sachensamen. Wir kommen noch irgendwann dazu, ich sag's dir. Geht nicht. Oder macht das. Warte mal, macht das irgendwas Besonderes, diese. Haben wir gar nicht hier. Traumschiff. Schiff. Zeit an. Also für, dass du nicht schlafen musst unbedingt. Ah! Ja, gibt Sinn. Kegel. Sonic. Au. Au. 5 Schaden. Du hast gewonnen. Also. Jetzt geht's direkt wieder zweimal links, einmal oben. You know what they say? Es dürfte wieder der Teich sein von dem. Ach ja, stimmt. Hm, okay. Der andere Weg. Oh Gott. Ich war noch nicht mal richtig da. Wenn es vibriert, ist meistens der richtige Weg, oder was? Nee, das war. Nee, das war wegen getroffen. Oh Gott! Ich bin hier irgendwo noch im Nahkampf. Du auf wen bist bitte? Vor allem tot. Nee, auf dich ist es. Also. Ich stehe hinten rum, ne? Ich hoffe, das ganze Quälerei lohnt sich, dass so ein Kleriker hinten raus richtig geil ist, die Klasse, auf die ich gehen will. Das hier ist ja eher Krampf. Alter, 31 Erfahrungspunkte. Hier geht's aber voran. Oh, nice. Gut. Sieht aus wie so ein Ding, wo der Turtle dann hinkommen kann. Nee, da oben ist das wahrscheinlich nicht. Der Ausgang? Der andere? Nein, natürlich nicht. Doch.
doch. Okay. Okay. Stimmt, ja. Dann haben wir die beiden. Ja. Da gibt es dann nur noch... Gut, dass ich dich heile, würde ich sagen. Okay, die Töne haben sich so überschnitten, dass es halt... Das war nämlich so ein Ding früher von diesen Soundcards. Die konnten nur einen Ton gleichzeitig quasi abspielen, wenn sie zwei, sagen wir mal, Soundeffekte überlagert haben. Ging nur einer durch. Das ging dann später mit den Wave-Formaten besser. Achso, dann links oben ging es auch noch, ne? Glaube ich. Nee. Nee? Waren jeweils Pflanzen davor. Okay, dann hast du besser geguckt als ich. Explosionen. Okay, hier geht es richtig aus. Das heißt, das ist jetzt der einzige Weg noch. Nichts mehr offen. Nein. Ich fühle mich so nutzlos. Ich heile ein bisschen und. Ja, das ist ja auch nicht nutzlos. Ne? Ja, aber. Weißt du, Damage, Damage. links war, wie gesagt, noch einer. Oh. Dann gehen wir wohl erstmal links rum. Das ist ein Dorf von Tomatenmännern. Die Eingeborenen. Das Tomatendorf, wer kennt's nicht? Tomatensalat, Tomatensalat. War das nicht Kartoffelsalat? Der Song? Mhm. Oh, no. Okay, ich hab anderes erwartet, ehrlich gesagt. Du auch? Nö, ich hab die Küken da. Ich dachte, hier kommen die Dinos. Nee. Das waren auch schon die Küken, weiß ich wieder mal. Erst Petra. Bitte überleben Sie. Ja, okay. Der Vogel ist tot. Toter Vogel? Petra, zweite Heilung für diesen Kampf. Pass mal ein bisschen auf hier. Rechts, links gibt's wieder. Theoretisch würde ich nach links gehen. Genau. Oh nein, dann schnell ihn weg. Komm gar nicht auf die Versteinerung. Hat nicht gewirkt, er macht einfach nur Schaden, okay? Donnerschnabel? Oder Dornenschnabel? Wildwind. Oh, da bin ich auch nicht so effektiv gegen die Viecher. Ja, vor allem die schlüpfen, wenn du zu lange brauchst. Oder? Kann sein, ja. Hallo? So, links, rechts und du kriegst eine Heilung. Ja. Man. Jetzt haben wir wieder drei Wege offen. Hatten wir davor nicht noch einen? Nee. Das war das Tomatendorf. Achso, richtig. Ja, hat auf jeden Fall einmal kurz gewackelt. Und hier ist nichts sonst, das ist gut. Richtig, Tomatendorf. Könnte vom Tomatendorf dann oben den Weg hingehen. Okay, Sackgasse. Gefällt mir. Also müssen wir darauf achten. Ich glaube, die, wenn du zu lange brauchst, dann schlüpfen die einfach. Ja. Ja, zum Dornenschnabel werden die dann. Kriegen wahrscheinlich wieder voll Leben und so. Beruhigen uns. Die macht halt irgendwie AOE-Schaden richtig hart. Also Stärke ist voll, Ausdauer ist voll, dann hast du jetzt immer geschickt gemacht, ne? Ja. Da kam vieles auf einmal. Solange das Mana reicht. Beziehungsweise ich jetzt ist einfach ein Bonbon. Bei mir lohnt sich das Heilen nicht. Bonbons haben wir noch zwei. Na gut. Mal ein paar aus dem Lager holen, dann. Ja, wir haben dann noch so 1, 2. Da lohnt sich dann, kommt doch mal das ewige Looten
Auf jeden. Ich möge es auf einen erstmal. Als ob man den ich so... Ich bin verstanden. Ich drücke den Blockopter. Ich hoffe, das geht. Und die Amazone sagt sich, ich nehme alle. Der wechselt ja automatisch dann. Ja, ja. Genau. Alter. Mittlerweile haben wir bestmögliche Ausrüstung auf euch beiden. Hm. Und überhaupt. Sag mal, wie viel hätte man denn noch grinden müssen? Das ist so lächerlich. Der AOE an Kraft. Heilkräuter, das dauert uns zu lange. Die ganzen Animationen und Zeug. Ja, aber ist erstmal geheilt. Ach, ihr seid beide? Ja. Ich habe auch gar keinen Mana mehr. Und so ein Axttyp kommt einfach noch dazu. Was für Penner. Das waren noch nicht mal alle hier. Ich würde auch gerne mal wieder einsteuern. Warte. Bist du komplett raus oder was? Ja. A oder Plus oder so? Plus war es eigentlich. Meine Güte. Weil alle beiden versteinert waren wahrscheinlich. Kill, 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 die, die, die. Ach, wieder zwei. Keine Chance, du kommst nicht dazu, den vorher zu töten. Na dann jetzt auf diesen blöden. Gut, danke. Wow, 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 wow. Was stimmt denn mit ihm nicht? Wir haben keine Bombung mehr. Petra. Meine Güte, lass mich in Ruhe. Hau ab, hau ab. Jetzt aber mal kein Loot, danke. Ich muss irgendwas essen, was Mana gibt. Das bringt 20, nehme ich. Maxima. Und ich hole die Bonbons aus dem Lager. Yep, yep. Das geht ja überhaupt nicht. Also keine Ahnung, irgendwie gefühlt sind wir zu schwach für diese... Ja, mit einem Schlag vor allen Dingen. Mhm. Und aber auch nur dieser eine Gegnertyp. Bonbons. Jetzt nur noch 26. Bloß gut, dass davon gleich so viele kommen. Naja, nicht, dass sie jeden einzeln, ja, weil gerade bei der Menü-Langsamkeit. Also von unten kamen wir. Okay, rechts geht nicht, also links geht auch nur links. Bevor wir irgendwo anders hingehen. Ich möchte gerne voll leben. Bitte soll in die Sackgasse. Er ist halt auch schon wieder direkt. Nur Patzer hier, was ist denn nur? Triff doch mal! Der hat einfach richtig krasse Evade-Sets wahrscheinlich. Bullshit, ey. Seine Augen sind geil, oder? Ach so, du lebst auch noch. Oh Gott. Ist ja genauso viel Lust wie ich. Oh. Alle auf ihn drauf! Meine Güte. Oh Gott, wirklich. Okay, wenigstens das ist eine Sackgasse. Tomatendorf. Okay. Sackgasse. Wollen wir die wirklich töten oder wollen wir gehen? Ja. Erfahrung, ne? Ja. Ich bleib mal lieber ein bisschen hinten, habe ich gehört. Hau. Hau ab. Einer tot. Ich gucke auf Petra gerade. Ja, ja. Oder die musst du entwickeln, weil die entwickeln sich immer. Vielleicht haben die ein bestimmtes Leben, bevor ja, die sich ja entwickeln. Also das würde irgendwie mehr Sinn ergeben. Dann muss man die vielleicht nicht alle mit einmal, sondern wirklich einen nach dem anderen. Weil die sind erst richtig sackgang, wenn die groß sind.
Peter, du darfst auch mithelfen. Der hat ein bisschen Angst gehabt. Oh, Angst. Man. Ich möchte mein Level ab. Wenn wir dann Stufe 18, Alter, dann geht's richtig ab. Dann kriegen wir neue Skills und alles. Siehst du, gut, dass wir hier lang gegangen sind. Ja, wer weiß, ob das wirklich was ist oder ob das aller X Screens einfach kommt. Ah, das war jetzt zu lange eigentlich nicht. Hier ging's nach unten, ging's nicht weiter. Ach, hier ist einer gewesen, gut. Zweite kommt drauf gleich. Oh, mir geht's gut. Okay, ist weg. Das sind irgendwie zwei oder was? Nee, noch ein Axttyp kam zumindest beim letzten Mal noch. Der jetzt und dann noch einmal so ein Cockatrice und. Okay. Okay, interesting. Oh, das war dieses, was alle Status schon allen heilt. Das könnte man eventuell. Also nicht auf verschiedene, auf einen, habe ich gehört. Ja, oh, ich muss hier irgendwie. Ich muss hier raus. Ist das heilen? Ja. Petra. Okay, ich hätte erwartet, dass sie vorher nochmal Schaden kriegt. Amazone. Stärke, Ausdauer. Stärke erstmal noch, ne? Haben wir immer gesagt, ja. Soweit wie es ja. Geht. Ja, jetzt seid ihr nämlich alle überlevelt, weil ihr den Boss ohne mich gemacht habt. Finde ich voll Mobbing. Ach, das waren noch nicht mal alle. Oh, Scheiße, Alter. Was? Petra? Nein, ich hab. Ach, es hat gelaggt. Ich wollte dich heilen. Alles gut. Kein Mana. Ich bin versteinert. Kann ich bitte das Menü öffnen? Danke. Ich werf dir direkt eine Schokolade hinterher. Jetzt rette mich. Krieg erstmal direkt wieder einen Angriff schön ins Gesicht. Oh, Gott sei Dank ist noch vorbeigegangen. Magie hat wirklich mal nicht getroffen, ne? Oder? War doch jetzt. Ja. Hallo. Kriegst du es denn noch hin? Okay, der Axtmann ist weg. Also hier sind drei Leute, von denen halt immer schon richtig hart viel, ne? Hier ist noch eine Falle, komm. Viel Spaß. AOE-Falle, alle tot. Oh Gott, das könnte wirklich wehtun. Immer nur 40 oder so. Ah, naja, ich hatte auch nicht mehr viel. Mana gibt doch nur, oder gibt das auch Mana? Ne, alle EP. Ich muss jetzt hier erstmal nochmal hochheilen. Oder zumindest mich und Petra, glaube ich. Jetzt ja. Lang ging es ja eh nicht. Heilendes Licht, mich. Ging es rechts nicht lang? Ne, wir können nur nach unten und wieder Richtung Tomatenwurf. Okay. Gab es noch was anderes aus dem Tomatenwurf? Ne. Okay. Alter, das war schwer verdiente Erfahrung, ich sag's dir. Mhm. Ich das schon wieder sehe. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten einen noch ein bisschen. Kann ich dich ein bisschen isolieren hier? Ich geh mal ein bisschen in die Richtung. Komm. Komm schon, er muss doch tot sein. Ja. Müsste trotzdem treffen, ne? Dann schon noch recht sicher damit nicht unbedingt, oder? Doch. Keine Ahnung. Ach so. Hau, hau, hau. Mal auch was Schnelles gegen Hunger. Ja.
Heilkräuter haben wir noch. Okay. Mach ich, weil es schneller geht jetzt, ne? Ja. Ich würde gerade sagen, zum Glück nur zwei, nee. Aber... Sind immer die gleichen Kombos, die wir ans Gegner kriegen. Die Maps sehen auch irgendwie ähnlich aus. Ja. Ist das gewollt oder war das einfach nur lazy Entwickler? Ich tippe eher auf lazy. Mach mal schnell einen Nachfolger zu Secret of Mana, das war so erfolgreich. Mit mehr Inhalt und mehr Klassen und mehr überhaupt. Okay. Und kein Loot, ne? Okay, gut, das war das. Dann gibt's noch was zum Andorf, oder? Jep. Runter rechts hoch. Einzeln. Erstmal wieder Mümmler. Okay. Einfach mal keine Gegner. Mhm. Na, guck mal. Was sagst du? Das ist Tomatenstadt, nicht Tomatendorf. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, das ist eine Speisestatue. Wie geil ist das denn? Ja. Bitte. Haben wir schon mal gespeichert? Gute Frage. Nein. Wenn ich mir die Zeitunterschiede angucke. Ja. Ja, ist richtig. Okay. So, Keule, was sagst du so? Das ist Tomatenstadt. Also kurz vorher, wenn ihr fliehen möchtet, solltet ihr das jetzt tun. Wir bleiben hier und lassen der Natur ihren Lauf. Heißt, ihr sterbt oder was? Ich bin doch nur dagegen gelaufen. Also reicht schon so. Headbutt. Das war doch bei dem Typen vor, auch der, mit dem wir tausendmal gesprochen haben hier. Ja. Das scheint wichtig zu sein. Oh. Hell yeah. Und das ist aber auch, ihr habt irgendwelche anderen Sachen. Ja, da musst du mal, geh mal auf, dann eben für Kollegen oder was das immer war. Ja, da gibst du das nur. Achso, das zeigt auch, dass es besser ist. Ja, genau. Auch nochmal 11 besser. Okay. Jo. Und das heißt für auch, dich 18, jo. Das erklärt auch, warum wir sie auf den Sack gekriegt haben. Das Spiel erwartet doch nicht, dass wir erst hier hingehen. Wir sind halt einfach zu gut und schaffen es trotzdem. Das ist ja auch nicht schlimm. Also war schon grenzwertig teilweise. Ja gut, ich als Dark Souls Spieler bin Schlimmeres gewohnt. Ja, aber in Dark Souls hast du mehr Möglichkeiten zum Ausweichen. Minus. Naja, aber wenn du Gebiete nicht kennst, wenn du da auch das erste Mal reinkommst, kriegst du schon tierisch auf den Sack. Okay. Ich komme an Dark Souls und die ganze Sache nicht ran. Frustgrenze deutlich zu niedrig. Zack, ist eine ordentliche Verteidigung nach oben gegangen. Ich rede gleich mal mit ihm, verkaufe nochmal. Dann hat der Typ rechts hoffentlich nochmal neue Waffen. Popoi ist gewandt. Tschüss, Popoi. Katzenhaube. Und das war's. Mach's gut. Nehmen wir Dinge. Gibt auf jeden Fall was. Egal, kannst du wenigstens verkaufen. Beziehungsweise mal Walnüsse kaufen. Ja. Und Schoki. Schoki haben wir, glaube ich, gelagert. Sicher? Ja. Kaufen wir bis auf 6 oder. Okay, okay, okay. Wir haben 17.000. Ja, wer weiß. Irgendwann kommen wir dann in Goldstadt. Du kannst die Rüstung nicht mehr leisten. Das stimmt allerdings, ey. Engelskelch vielleicht, aber da haben wir auch welche im Lager eventuell. Okay, sind noch 9. Okay. Was soll der aber jetzt? Darf noch mal einige eingelagert werden. Achso, ja, stimmt. Ich denke, das ist es. Ich guck mal jetzt wegen der Schoki und du kannst noch verkaufen. Komm hier. Bonbon, was kostet die Welt? So. Zweimal Rüstung verkaufen. Das war's. Also, plus. Wir haben doch noch Schoki eingelagert.
Nicht? Siehst du? Okay, dann kaufen wir das. Du hast recht. Ein Haufen Sachensamen, Schleudersamen. Da müssen wir unbedingt mal pflanzen. Du bist so schlau. Überrascht mich immer wieder. Ich hab so meine Momente. Verkaufen. Hier. Das war keiner davon. Direkt von da. Der Klassiker. Schoki. Okay. Danke. Damit wir auch einen Slot im Lager haben. Ich muss jeden Gegenstand mindestens einmal im Lager haben. Ja. Hier oben ist wahrscheinlich wieder noch Angeln, ne? Das sieht doch richtig gesund aus. Kommt hier noch einen? Nee, ich glaube, wir haben alle. Tach, Günther. Also der Meer residiert in einer Höhle westlich der Stadt. Um die Insel zu verlassen, musst ihr. Das ist wahrscheinlich das Vieh. Ja, ja. Westlich der Stadt ist ja noch links. Angels Höhle durch einen Berggipfel liegt durch einen riesigen Felsbrocken gestört. Wahrscheinlich werdet ihr es nicht rechtzeitig schaffen, um herumzukommen. Müssen wir quasi warten, bis der Vulkan hochgeht oder so. Guck mal, Helme. Oh! Okay, cool. Holy shit. Yay, 4 mehr Schaden. 100! Alter, halte mich zurück. Naja. Keine weiteren Fragen. Y ist das Menü, habe ich mir sagen lassen. Wieder eine Folge, in der wir sehr lange im Menü sind. Ja, aber mittlerweile auch mal wieder. Nö. Schneller. Ja, weil wir langsam wieder wissen, welche Knöpfe man möglichst lange und ordentlich drücken muss, dass das Spiel so registriert. Gut, die Scheiße verkaufen. Das machen wir dann alles im Pulk beim nächsten Mal. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den. Etwas nicht nochmal kaufen müssen. Der hat dann trotzdem halt jetzt nochmal nach links rüber. Genau. Es hat ja immer mal wieder zwischendurch geruckelt. Und ich denke, das ist entweder wie viele Transitions man hat, wahrscheinlich, Screen Transitions. Weiß nicht so recht, sonst könntest du ja immer hin und her. Oder man muss halt wirklich alles erstmal gesehen haben oder so. Wir haben jetzt ja alles gesehen, glaube ich. Westlich, also so weit nach Westen / links wie geht. Wollen wir nochmal mit unseren Lieblingsgegnern kämpfen. Aber wir sind jetzt. Also wahrscheinlich ist wirklich so gedacht, du gehst dort hoch, holst deine Ausrüstung und dann gehst du hier hin. Jetzt könnt ihr uns nichts mehr anhaben. Wird versteinert. Geil. Sonny! Au. Ich stehe zwischen drei Gegnern und nichts trifft. Was soll das? So. Nochmal drei Typis. Aber der eine ist sehr verspätet dran. Vielleicht kriegen wir da einen schon vorher tot. Nee, ne? Okay. Sacktreter, ey, ganz ehrlich. Warum springe ich? Au. Oh, Petra. Das ist sie, ne? Ja. Voll. War das jetzt nach oben? Ja, links war eine Sackgasse, oder? Ja, weil der Screen kommt jetzt nochmal, wenn wir nach oben gehen. Da möchte ich mich aber nochmal heilen vorher. Kommt nochmal genau die 6 Gegner, wenn wir jetzt nach oben gehen, glaube ich. Wir gehen trotzdem. Okay. Ich meine, die Erfahrung gerne, aber nicht bei den Gegnern. Nein.
Ich würde gerne irgendwie euch einen Schadensbonus geben oder sowas. Hey, au. Hallo? Schubst mich doch mal hin und her. Wie wär's? Hab ich richtig Bock drauf. Okay, du bekommst einzeln, das ist aber zu freundlich. Helgren. No. Ja, also ich bin hier ziemlich einseitig, aber das ist auch nicht schlecht erstmal, denke ich, weil Geschick physischen Sachen ausweichen ist Mist, Stärke so und so. Ausdauer höchstens, aber 200 Leben finde ich erstmal okay, ehrlich gesagt. Ja. Ich meine, Ausdauer erhöht auch den physischen Widerstand, aber... So. Ich habe ja dann irgendwann wahrscheinlich wie du zwei Stats gemerkt, da kann ich dann überlegen, auf was ich gehe. Noch ein bisschen Ausdauer wahrscheinlich. Was das ausmacht, wenn zwei Gegner wenn ein Gegner weniger da ist, ne? Loto, Toto. Okay, das ist das, was noch am wenigsten schadet. Und aber ein guter Gegenstand. Den könnte man überlegen, demnächst auch reinzunehmen. Mhm. Gegen dieses komische Seil, was wir eh nicht nutzen. Ich glaube, da unter Wasserfall ist eine Höhle offen jetzt. Oder. Ja, du hast recht. Sonny! Peter sieht auch nicht mal so gesund aus. Vielleicht haben wir die vor uns auch bloß nicht gesehen. Ich dächte, ich bin gegen die Wand gelaufen. Ich würde aber alle in diesem Screen erstmal noch killen. Ja, ja. Sind ja noch, glaube ich, einer oder zwei mehr. Und dort vier. Das bin ich. Danke. Warum ist das jetzt nicht... Ich heile mich zuerst. Mhm. Ja, wobei ich denke, das ist keine Hürde. Nee, das sieht nur so aus. Das ist einfach nur Schatten. Das ist wie bei Wendel damals. Also nicht beim Bäcker, sondern... Okay. Wird das lauter oder kommt mir das nur so vor? Ist das der Stein? Was wirst du tun? Oh. Gnom! Oder? Stein, Gnom? Ja, zum kaputt machen, wegmachen. Das ist ein Höhlengang, aber der Vulkan hat ihn komplett berührt. Eine Sekunde. Ist dann. Okay. Easy. Every time. Keine Peter. Entschuldigung. Egal. Oh. Alter, jetzt kommt der hier richtig. Der da hinten gefällt mir nicht. Aus dem wird ein Dino. Wahrscheinlich ähnlich wie bei dem. Einfach nach einer gewissen Zeit. Petra sagt sich, ich bin irgendwo hinten. Ja genau, Stufe 15 Dino-Echse geworden. Aber übelst geile Musik, Mann. Mhm. Splat. Boah, da sind sie ja wirklich ausgerastet bei dem Musikstück. Dass immer mal so ein Geräusch kommt, einfach nur nettes Beiwerk. Au. Ach, das ist Teil der Musik? Ja. Voll das Gitarrensolo, Alter. Splüsch. Geht dir mal bitte vor. Aber auch das Höhlendesign haben wir schon mal gesehen. Auf dich, okay? Schön, dass man Petra mitgegeben hat. Oh. Er hat sich nicht verwandelt, sondern ist einfach in lila Schleim explodiert. Oh. Oh. Oh.
nützlich mit meinem Einschaden. Okay, also vielleicht wenn man einfach sein Damage Threshold sozusagen, sein Leben auf Null setzt, bevor er sich verwandeln kann. Oh, das ist eine scheiß Position hier. Ich möchte irgendwie in den Raum rein, danke. Boah, die können wir jetzt mal nicht ausweichen so gut. Geil. Geht anscheinend nach unten. Ja. Wahrscheinlich gescriptet, dass der Vulkan gerade so ausbricht, wie man dann davor steht oder so. Haben wir eigentlich schon Feuerpeak? Nee, ne? Nee. Wer ist der überhaupt? Vesuvio hieß er. Zumindest bei sich auf Mana. Würde hier auch so heißen. Ich meine, Umbra und so haben sie auch. Oh Gott, mir geht's nicht gut. Ist sich gerade geheilt? Ja. Ja, ja, ich möchte gerne. Hier. Danke. Der Eingang hier erinnert mich ein bisschen an Fraster damals. Hört auf, euch zu heilen. Das ist mir vorbehalten. Wer heilt jetzt eigentlich? Poto macht das, denke ich. Okay, dann müssen wir ihn irgendwie. Danke. Alles besser als diese Vögel. Ja. Das sind wie die. Was war das bei Secret of Mana? Dann auch diese eine Welt, wo dann diese Greifenbeine oder so, dann die waren ja mit einem Schlag auch so hart. Die waren direkt dann beim Mana-Baum. Genau. Mit einem Schlag dachtest du dir, holy. Ja. Er hat ein Vieh gespawnt. Ja. Mana-Poto. Okay. Ist das nicht andersrum sein? Mama Put. Wow, wow, wow. Sind das diese Art Gegenstände, die man braucht, dann um aufleveln? Sind das spezielle? Vielleicht. Du steckst fest. Ich habe gelesen, dass man für das zweite Klassen-Upgrade braucht man dann spezielle Gegenstände. Die Frage, ob die quasi so vom Gegner getroppt werden, also wäre typisch, sag ich mal. Dass man die richtig, für die richtig fetten Sachen halt also grinden muss. Wenn das wirklich so ist und das ein bisschen länger dauert, könnte man das auch offscreen machen. Ja, ich denke, das wäre attraktiver. Wenn das hier immer live Woche für Woche erscheinen würde, könnte man auch sagen, also wenn wir es live aufnehmen würden, Woche für Woche, könnte man sagen, wollt ihr eine Grind-Episode sehen? aber das geht bei uns einfach organisatorisch nicht. Wir nehmen hier ein bisschen immer am Stück auf und dann wird das schön Woche für Woche eine Episode raus, dass ihr schön 42 Erfahrungen. Das ist schön. Was habt ihr, worauf ihr euch freuen könnt jede Woche? Ah, das ist schon wieder so eine richtige Kackposition hier. Geht immer ins Gesicht. Zack. Wow. Oh, wow. Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr. Das Geile natürlich, wenn du mehrere Gegner triffst, dann lädt ihr auch deinen Balken schneller auf. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Okay. War aber wichtig fürs Weiterkommen. Bestimmt. Bestimmt. Okay. Ja, heile Piet habe ich gehört. Okay. Geht mal ein bisschen im Auge behalten. Dich ein bisschen im Auge behalten habe ich gehört. Let the hell out of the bee bottom. Okay. Dann wohl nach Süden. Unten rechts auf der Karte. Genau. Denk an die Geodämme. Ja. Okay, also nach links scheinen wir nicht zu kommen. Da waren wir vorhin gerade. Ich meine, oben links oder so, weil das der Gegner ist? Da waren wir vorhin. Ist das der? Und da ist hier ein Poto. Hingerannt gekommen. Ja, okay, ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich. Okay. Nee, egal, das Loot. Dann, ja, genau, und dann,
Wenn ich rennen will, aber geht nicht. Okay, sind aber alles vertreten, was so Rang und Namen hat. Tanz der Iris. Kämpfer. Stärke, ahoi. Machst irgendwie zu wenig Schaden, hab ich gehört. Mhm. Zeit wird's. Der erste 100er. Direkt. Level up 100er, geil. Säuregel. Kiss es. Säuremäßig explodieren. Amapoto. Da ist sie. Amapoto-Öl. Das kam doch nicht aus der Truhe, das war einfach so, oder? Doch, das war aus der Truhe dann. Ist das, man muss noch aufpassen, wen man als letztes tötet oder so? Weiß ich nicht, ob das so. Das wäre. Geht das hier hoch? Wobei, ne, Secret of Mana, da musstest du auch. Klar, musst du spezielle den Gegner töten. Genau, und der musste auch der letzte sein, der stirbt. Mm. Nee, anders, da hat jeder Gegner eine Drop-Chance genau, gehabt. Genau, das stimmt. Das ist hier anders. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. So, und wieder ein Special rein, na logisch. Das war denn episch. Muss ich auf Petra achten? Oder einfach einen Boss noch kriegen wahrscheinlich. Der Herrscher der Insel nice. Oder so ein Quatsch. Und dann kriegen wir ja, Feuer, Vulkano-Typ oder ja, ja, stimmt. Ja gut, wir sind auf dem Vulkan, korrekt. Ich war jetzt ein bisschen auf Richtung Wasser aus. Ja, die hatten wir aber auch noch nicht. Ja. Und den? Haben wir auch nicht, oder? Kapsel, Kappe. Müssen wir auch mal gucken. Dann muss ich abwapseln. Entschuldigung. Papo und so. Papo. Schwertzunge. Zack. Der Weg ist frei. Okay, ist mal irgendwie ein Weg nicht versperrt. Stärke, wenn geht. Dann Ausdauer. Würde ich sagen, Ausdauer kann man halt immer gebrauchen. Wir wissen ja noch nicht genau, wo die Reise bei ihr hingeht, aber Ausdauer. Erstmal nach rechts. Hier irgendwas kam von wegen, der Weg ist frei. Ja, geh halt runter. Was ist denn so? Welcher Weg ist jetzt frei? Welcher war vorher versperrt? Ja. Ich bin verwirrt! Hallo. Lass mich. Ach, der hat dich aufgegessen. Alles klar. Und ist dann explodiert, also nicht ausgeschaltet. Okay. Oben ist auch noch sowas gespawnt nochmal. Oh Mama. Ist die letzte? Komm, wir brauchen nochmal dieses Gel. Keine Ahnung, was wir jemals brauchen, aber. Damn. Rechts oder oben links, wa? Okay, das sieht nach Sackgasse aus. Vielleicht heißt es nur, der Weg ist frei, weil wie hier jetzt die Wand hinter uns zu ist. Okay. Naja, ein bisschen mehr XP, kann niemand schaden. Alter, wir sind schon Stufe 16, also bald alle Stufe 16. Nicht mehr weit zu 18, ich sag's dir. Links. Achso, du bist schlau. Was sagst du? Ja, für die nächste Folge, denke ich, haben wir dann einen Boss, wenn das hier so weitergeht. Ja, du hast recht, die Zeit rückt wieder ran. Speicheln. Und vielleicht werden wir das nächste Mal auch schon Stufe 18, wenn die Gegner Progress weiter so bleibt. Dann könnten wir sogar die Klasse wechseln. Wobei, das wahrscheinlich dann müssen wir eher aber zu dem Stein auch wieder zurück. Oder zu einem anderen Stein. Es muss nicht der sein, glaube ich. Oder so eine irgendwas von der Statue stand. Ja, habe ich auch gelesen, aber. Sind das die? Bin mir nicht sicher. Naja, wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall wäre es cool, aber ich denke, Stufe 18 ist eher was für die übernächste Episode. Ja.
Wahrscheinlich. Gut, wie dem auch sei, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, ein Like da lassen, Kommentar da lassen, von vor allen Dingen euren Freunden empfehlen, dass sie mich auch abonnieren können. Dann sehen sie auch mehr von Sonny, dem heißen Sonny. Ja, tut euch keinen Zwang an. Aber bis dahin, reingehauen. Tschüss.